Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie des sechsten Spieltags zwischen dem BFC Dynamo und der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Vor 1617 Zuschauern gab es ein torloses Remis. Unserem Gästetrainer Ante Čović zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich glaube, dass von vornherein wir wussten, was heute Abend, Freitagabend hier zu spielen ist. Wunderschöne Kulisse, gerade mit so einer jungen Mannschaft. Kommst du hier hin und guckst du, wie werden die sich Jungs verkaufen, und ich glaube, dass BFC aufgrund der Systemumstellung uns etwas überrascht hat, weil nicht in eine vorhandene Dreierkette wie in den letzten Wochen, sondern in eine Viererkette gespielt wurde und Gegner brutale Strafraumpräsenz hatte in der ersten Viertelstunde. Wir können froh sein, dass nach 10 Sekunden, glaube ich, nicht 0-1 wir hinten liegen. Und dann die erste Welle des Gegners verflachte und wir kriegen den Ball auf den Boden, das was unser Ziel auch hier war. Und dann glaube ich, dass wir mehr vom Spiel hatten, trotz Beckos Riesenchance mit dem Kopf, der den Torwart anköpft und der den rausköpft aus dem Tor. Glaube ich, dass wir mehr Zeit Torchancen hatten, alles was auf dem Boden war. War ein spannendes Spiel. Zweite Halbzeit war, keiner wollte so richtig aufmachen, weil jeder wusste um Gefahr, um eigenes Tor. Haben aber dann glücklicherweise eine überragende Reingabe von Flügel und langen Pfosten. Enzo Aksaka, glaube ich, eine Riesenchance. Ich konnte leider nicht aus meinem Winkel sehen, wieso dieser Ball am Pfosten ging. Dazu noch ein Torschuss von Aichi. Aber wohl wissen, bei Standards und bei Hereingaben des Gegners waren die brutal gefährlich. Und ich glaube, dass wir das gut gemacht haben, gut verteidigt haben. Nehmen den Punkt mit, der mit Sicherheit nicht stinkt. Und haben freies Wochenende jetzt und freuen wir uns darüber auf die nächsten Aufgaben zu Hause gegen Halberstadt. Euch allen wünsche ich schönes Wochenende, erfolgreiche Zeit und bis in die Rückrunde, würde ich sagen. Tschö. Dankeschön, Ante. Heiner, wie lautet dein Fazit? Ja, ich glaube, der Ante hat schon vieles richtig analysiert. Ich denke, dass es ein sehr rassiges Spiel war für Freitagabend. Ich glaube, es hätte auch 3-3 ausgehen können. Wir haben super angefangen. Die ersten 10 Minuten waren wir in ganz vielen Belagerungsphasen, hatten den Ball sehr oft im 16er und waren da sehr präsent auch. Ich denke nicht, der Beckus hatte eine Riesenchance auch noch. Zweimal, glaube ich, war der Beckus dran und auch, glaube ich, nochmal 7 mit Chancen. Und dann wussten wir natürlich auch um die Qualität, wenn Hertha den Ball an den Boden kriegt. Und wir haben uns heute ganz bewusst für ein 4-4-2 flach entschieden und nicht im 3-5-2 zu spielen, weil wir einfach in den letzten 2 Wochen mit 2 Viererketten, dadurch, dass wir dezimiert waren und einer Spitze, uns sicher gefühlt haben, auch in der Pressinghöhe anzulaufen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Denn wenn Hertha Raum hat, sind sie brandgefährlich mit den 3 schnellen Jungs da vorne, die auf 30 Meter mit Sicherheit unter 4 Sekunden alle laufen. Wenn du da 1 Sekunde zu spät kommst im Pressing, wenn du den Raum hergibst, dann wird es sofort gefährlich. Und dann haben sie auch die Qualität, Torchancen zu erspielen. Und das ist uns gut gelungen. Wir hatten in der ersten Halbzeit so einen Hängemoment so zwischen der 10. und 20. Minute, wo dann, glaube ich, Hertha diese auch Anzahl an Torchancen hatte. Und in der Halbzeitpause haben wir gesagt, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir mit klugen Wechseln die Intensität erhöhen. Und das macht mich ein bisschen stolz, dass die Mannschaft jetzt auch auf dem Level ist körperlich, um bis zum Ende durchzupowern, weil das war der Fall heute. Ich glaube, Felix Meyers Einwechslung hat uns sehr gut getan auf der linken Seite. Und wenn man dann sieht, mal auch was so ein junger Spieler wie der Erlind Sogiani mit 18 Jahren vorne, wenn der dann in so einem Laufduell ist mit einem Spieler, der vor 2 Jahren noch, glaube ich, bei Ajax gespielt hat, da sind wir auch hier auf einem sehr guten Weg. Da haben wir sehr, sehr druckvoll gespielt. Zwar nicht die feine Klinge wie Hertha, aber das können wir auch nicht. Und das ist auch nicht die Art und Weise, wie eine Männermannschaft in der Regionalliga zu spielen hat. Also ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, auch mit der Quantität der Torchancen, die wir uns herausgespielt haben und auch durch Standards erkämpft haben vorher. Du musst ja auch erstmal einen Standard haben. Du kriegst ja nicht eine Ecke geschenkt. Ich glaube nicht, dass es zu wenig Chancen waren. Und da sind wir beim Punkt, wir brauchen mehr Überzeugung, diese Dinger dann mit allem, was ich habe, zu machen. Und deswegen werden wir jetzt nicht groß was verändern in Zukunft, werden weiterarbeiten. Die Arbeit gegen den Ball ist, glaube ich, immer das, was eine Mannschaft konkurrenzfähig macht und auch erfolgreich macht. Und vorne werden wir uns dafür belohnen, spätestens dann, wenn auch alle gesunden Spieler an Bord sind und wir dann einfach auch noch mehr Qualität auch in der Breite haben. Vielen Dank an die Fans nochmal. Ich kann das gar nicht beschreiben. 1600 Zuschauer bei so einem schlechten Start von uns, das ist nicht selbstverständlich. Und sie haben uns heute 90 Minuten im Wechselgesang gepusht. Und so muss es auch sein. Und ich bedanke mich als Trainer im Namen der Mannschaft für diesen Support und auch für den Rückhalt, weil wir brauchen das jetzt in der schweren Phase. Wir haben
Umbruch hinter uns. Wir haben viel, viel Mist erlebt. Ne? Und das tut gut, wenn dann nach dem Spiel die Zuschauer nach Hause gehen und sagen, das, was wir da gesehen haben, das hat uns zumindest von der Intensität und von der Leidenschaft, das hat uns ein Stück weit abgeholt. Vielen Dank dafür. Dankeschön, Heiner. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Heiner, ist es so eine Art Büchsenöffner, den jemand braucht, weil er auch heute es nicht geschafft hat, die Bude vorne zu machen? Ist das diese kleine Verunsicherung, die vorne mit reinspielt, weil du sagst, mit mehr Überzeugung, mit einer Gier, das Ding machen zu wollen? Das ist so, dass manche Sachen überhastet abgeschlossen worden sind, glaube ich, heute auch, oder? Ja, ich vertraue meinen Stürmern. Das sind nicht nur immer die Stürmer. Ich glaube, jeder darf ein Tor schießen. Und die Frage ist, ob sie sich immer zu 100% vertrauen. Denn die Lust drauf, ein Tor zu machen, die muss immer viel größer sein als die Angst davor, die Chance nicht reinzumachen. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen Spieler ist gerade so, dass, wenn sich eine Chance auftut, dass er vielleicht schon ein bisschen Kopfkino hat, was passiert denn, wenn ich den wieder nicht mache? Und genau das braucht nicht sein. Und deswegen nochmal Dank an die Fans, weil das, glaube ich, der Gradmesser immer ist. Wenn ich gezwungen bin, solche Dinge zu machen und wenn ich dann auf einmal nicht mehr unterstützt werde, ich glaube, dann wird es ein Problem. Aber so bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir das alle gemeinsam hier auch irgendwann in den Griff kriegen. Und nochmal die Arbeit gegen den Ball, die Balleroberung gegen Hertha 2, die so schwer sind, weil sie einfach eine brutale Qualität am Boden haben, die waren dann immer häufiger da. Und das ist das, wo wir hinkommen wollen. Dann kommen wir zum Umschalten. Und wenn wir dann noch die Power haben, am Ende wird dann ein Tor mal so zum Dosenöffner und dann sind wir auch in der Liga angekommen. Und das ist halt das Ziel jetzt. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Dann wünsche ich jetzt einen schönen Auftakt ins Wochenende. Bis dahin, wir sehen uns am nächsten Wochenende.